Hallo und herzlich willkommen zur ersten Survival Challenge von NOS. Ja, meine Freunde, ich habe mir was überlegt, und zwar, ich spiele so viele Survival Games auf NOS in Osborn und habe mir einfach so gedacht, naja, zockt jeder und so und jeder drückt sich der Arschblatt hinterm PC. Jetzt wäre mein Vorschlag, was haltet ihr davon, wenn man das Ganze mal in echt macht? Ich mache kurz so ein paar Angaben zu meiner Person, die ihr vielleicht noch nicht wisst, weil ihr vielleicht denkt, oh, ist jetzt nicht ganz sicher, das packt der eh nie. Ich weiß nicht und ich hätte schon Bock drauf. Also kurz so, was so die meine Survival-Erfahrungen, kann ich euch mal kurz berichten. Und zwar, also ich habe circa mit 12 Fischerprüfungen gemacht. Also war durchweg Fischer bis vor ein paar Jahren, seitdem ist auch zeitmäßig und so. War da aber auch immer aktiv in der Angelsportvereine unterwegs. Mein Opa war Jäger früher. War viel mit meinem Opa auf der Jagd und bin auch ziemlich viel draußen aufgewachsen, muss man schon sagen. Ich habe auch schon mal einen 24-Stunden-Lauf im Schwarzwald absolviert. Der ging 40 Kilometer lang, war der Lauf, musste man innerhalb 24 Stunden, musste man quasi bis ans Ziel kommen. Es gab verschiedene Checkpoints und das musste halt innerhalb 24 Stunden absolviert werden. Ja, meine Freunde, wie gesagt, ich hätte Bock drauf. Ich würde das Ganze natürlich filmen. 2 Tage und 2 Nächte, würde ich sagen, wäre vor der Anfang vielleicht mal in Ordnung. Und jetzt kommt aktiv ihr ins Spiel. Mir entscheide, beziehungsweise ihr entscheidet mit mir, was darf ich mitnehmen, was darf ich nicht mitnehmen. So, ich darf euch ganz kurz noch was zur Gesetzeslage in Deutschland sagen. Also es ist in Deutschland nicht erlaubt im Wald. Es ist zwar erlaubt zu campieren. Campieren ist was anderes wie Zelte. Also campieren ist ohne Zelte, ja. Aber es ist nicht gestattet, im Wald Feuer zu machen. Da ich das Projekt aber circa in 3 Wochen starten will, ist es ja noch ziemlich kalt. So, das bedeutet, ich brauche Feuer nachts, sonst friere ich. So, und da kommen wir auch wieder zum Thema. Zelt darf ich nicht mitnehmen, sage ich von mir aus. Will ich nicht, weil mit Zelt kann es jeder. So, es passiert um diese Jahreszeit, weil im Sommer kann es auch jeder. Dann kommt ihr ins Spiel, ihr entscheidet, wie gesagt, was ich mitnehmen darf. Darf ich Schlafsack mitnehmen, ja oder nein? So, ja, und deshalb muss ich mir jetzt auch noch eine Route planen, wo ich dann zum Beispiel am Waldrand campiere. Weil am Waldrand, auf einer Wiese, darf ich auch ein Feuer machen. Ich werde natürlich auch nicht sagen, wo ich mich aufhalte und wann das war. Fakt ist halt, dass ich im Wald selber keine Tiere erlege darf. Weil das ist schon in Deutschland auch nicht erlaubt, nicht einmal Fische fangen ist erlaubt. Deshalb wäre ich vielleicht der Meinung, dass ich eine Tagesration vielleicht an Reis und Bohnen mitnehmen darf. Und wenn ich dann durch Zufall irgendwo einen Fisch finde, dass ich mir den dann noch zusätzlich dazu machen kann als Nahrungsergänzungsmittel, sage ich jetzt einmal. Ja, und dann will ich einfach mit euch aktiv die Regeln festlegen. Also geplant habe ich es grob mal so, ich brauche circa 3 Wochen zur Vorbereitung. Auf mich kommen ca. 1000 Euro Kosten hinzu. Ich brauche eine zweite Kamera, neue Schuhe, also neue, sage ich jetzt mal, Bergsteigerschuhe oder Wanderstiefel. Ja, ist das Gleiche. Ich brauche einen gescheiten Rucksack und ich brauche eine zweite Kamera mit Nachtsicht und ich brauche eine Ladung Akkus und ich brauche eine Ladung Speicherkarten. Ja, aber alles andere, was ich mitnehmen darf, entscheide mir. Ich werde nur dabei haben, Shira, mein Husky. Für den muss ich natürlich Hundefutter mitnehmen, weil also mit dem will ich auch keine Experimente machen. Der muss bzw. soll fit sein. Aber wie gesagt, mir entscheide, ob Schlafsack oder nicht, ob Wasser oder nicht. Natürlich werde ich da dann für ein dafür vorgesehenes Behältnis. Das heißt, dass ich zum Beispiel eine leere 1,5 Liter Flasche mitnehmen darf, muss mir dann aber selber irgendwo Wasser suchen, das dann abends abkochen und. Also wie gesagt, ich werde 2 volle Tage, 2 volle Nächte machen, ohne Zelt. Ob Schlafsack, ja, nein, entscheide mir zusammen. Und das Ganze zu dieser Jahreszeit, wo es nachts noch ziemlich arschekalt wird. Und ich muss in der Zeit auch eine gewisse Strecke absolvieren. Also ich gammel da nicht irgendwo 2 Tage lang rum und schlag die Zeit tot, sondern ich werde in der Zeit auch wirklich diverse Strecke absolvieren. Und da entscheide ich mir auch noch, darf ich Wege benutzen, darf ich keine Wege benutzen, muss ich alles Offroad machen, wobei Offroad viel, viel härter ist. Und ja, deshalb, da seid ihr gefragt, habt ihr Bock auf das Projekt? Ich wäre da bereit dazu, ich habe da Bock drauf und deshalb... Euer Support ist gefragt, habt ihr Bock auf das Projekt? Wenn ja, schreibt in die Kommis, was kann ich mitnehmen, was darf ich nicht mitnehmen? Und ja, ich kann euch schon mal was sagen, was ich mitnehmen muss. Also, ganz klar, ein Feuerzeug. Weil ich will da nicht mit Stöckle reiben oder sonst irgendwas, weil um die Jahreszeit kriegst du in Deutschland fast kein Feuer. So, ein Feuerzeug. Ja, wie gesagt, Futter für meinen Hund. Ich werde ein Handy dabei haben. Handy bleibt die ganze Zeit aus, das ist nur im Notfall. Ich werde noch mitnehmen, ein kleiner Topf, damit ich Wasser abkochen kann und mir auch meinen Reis und meine Bohnen machen kann. Ja, und so viel wird es nämlich sein. Ich werde dabei haben 2 Kameras, ein Stativ, ja, einen Rucksack halt, dementsprechend die Klamotte, die ich dann vielleicht auch mal wechseln kann,
wenn sie nass sind oder so. Ja, und dann der Rest entscheide mir, was ich noch alles mitnehmen darf, ob ein Beil, ob ein Messer, aber irgendwas brauche ich halt, ja. Weil wenn ich kein Zelt dabei habe, dann muss ich mir schon abends ein Camp errichten mit Tannenzweige und so. Und ja, also, wie gesagt, das war jetzt hier so das Vorstellungsvideo von meiner Survival-Idee. Was haltet ihr davor? Like da lassen, Kommi da lassen, wer noch nicht hat, Abo da lassen, wenn ihr das Projekt verfolgen wollt. Wie gesagt, in circa 3 Wochen wird es starten. Ich brauche noch ein bisschen Vorbereitungszeit. A, ich muss noch ein bisschen planen. B, ich muss selber auch sportlich noch ein bisschen was machen. Anfangen mit Joggen gehe jetzt die Woche, dass ich wenigstens in den 2 Wochen ein bisschen Kondition aufgebaut habe. So, dann werde ich mich auch noch ein bisschen abhärten müssen. Ja, dass ich da nachts nicht die ganze Zeit da hänge. Ja, und die Zeit, die brauche ich noch ein bisschen finanziell. Wie gesagt, ich suche jetzt gerade noch nach einem Sponsor. Da hat sich vielleicht schon was ergeben, der mich da finanziell ein bisschen unterstützt. Denn für den werde ich dann natürlich auch werben. Und ja, das Ganze wird dann so sein, dass ich so viel wie möglich filme von der Zeit, wo ich quasi im Survival unterwegs bin, so viel wie möglich filme, dass ich hoffe, dass ich 3 bis 4 Stunden geiles Material zusammenkriege. So, und dann werde ich einzelne Parts draus machen. Ja, und die Parts werden dann halt dementsprechend die Abstände hochgeladen und die gibt es dann auf Nossi Nossborn zum See. Immer wieder dann die Parts und so könnt ihr quasi die komplette 2 Survival-Tage verfolgen quasi, ja. Und ja, ich werde euch auch zeigen, wie man Falle baut und so. Natürlich werde ich die Falle nicht benutzen, weil Deutschland und so, wisst ihr eh, darf man nicht. Und ja, ich habe Bock drauf. Es ist eine verrückte Idee, ich weiß, aber auch ein bisschen auch eine geile Idee. Schreibt mir, was ihr davon haltet und es wird nochmal ein Video rauskommen, wo ich dann schon mal zusammengefasst habe, so was ich mitnehmen darf, was wir zusammen entschlossen haben. Und ja, ich freue mich auf geile Antworten, aber bitte bleibt realistisch. Ja, also nicht sagen mit, ja, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Also ich muss auch wirklich die 2 Tage durchkommen. Ja, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.